Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir köstliche, kohlenhydratfreie Knoblauchkräuterbrötchen her, die auf Hefebasis gebacken werden. Sie schmecken herrlich, haben eine angenehme Konsistenz, können zu jeder Gelegenheit gereicht werden, auch zum Grillen zum Beispiel, und sind dabei natürlich auch noch sehr gesund. Zwar können sie nicht an die Fluffigkeit von herkömmlichen Knoblauchbrötchen aus Weißmehl mit Hefeteig heranreichen, da sie eben kein Gluten beinhalten. Zum Vergleich könnt ihr euch mein altes Rezept zu fluffigen Knoblauchbrötchen anschauen, die allerdings natürlich sehr ungesund sind, weil sie aus purem Weißmehl hergestellt wurden. Für die gesunde ketogene Ernährung sollen uns aber diese Knoblauchbrötchen vollkommen ausreichen. Wir geben jetzt Trockenhefe in eine Schüssel und dazu warmes Wasser und vermischen das kurz mit dem Schneebesen. Dazu gebe ich dann 1 bis 2 Teelöffel von meinem Honig-Knoblauch-Ferment hinzu, um die Hefe zum Arbeiten zu bringen. Das Video zu diesem gesunden Honig-Knoblauch-Ferment kann ich euch hier oben gerne verlinken. Dann decken wir das Ganze mit einem Tuch ab und stellen es an einen warmen Ort. In dieser Zeit pressen wir schon mal die Knoblauchzehen, und zwar ordentlich viel, wie wir hier sehen. Aber das kann jeder nach eigener Präferenz tun. Wir sehen, wir haben eine ziemliche Menge an Knoblauch gepresst. Als nächstes werden wir die Kräuter klein hacken. Und dazu habe ich jetzt Petersilie als auch Wunderlauch verwendet. Man könnte auch Bärlauch verwenden. Der passt eben sehr gut hier in dieses Rezept. Also sowohl der Wunderlauch als auch der Bärlauch. Und beide kann man derzeit noch in den Wäldern finden. Und zwar kostenlos. Um den köstlichen, zwiebelartigen Wunderlauchgeschmack noch zu verstärken, habe ich dann auch gleich noch mein Wunderlauch-Pesto hinzugegeben. Wie man das herstellt, das Video dazu verlinke ich euch hier oben gerne. Inzwischen hat die Hefe schon ordentlich gearbeitet und ist richtig schaumig geworden. Wir geben dann dazu als nächstes blanchiertes Mandelmehl. Verrühren das hier kurz mit der Hefemischung und dann geben wir als nächstes Parmesankäse hinzu. Natürlich immer von Bio-Qualität, ebenso bio-geraspelten Käse. Dann kommen die ganzen Kräuter dazu, als auch das Pesto. Dann habe ich 1 Esslöffel Johannesbrotkernmehl hinzugegeben, 2 Bio-Eier, den gepressten frischen Knoblauch, ein wenig lasse ich davon übrig, den benutzen wir später für den Belag. Und ebenso machen wir das mit der geschmolzenen Bio-Butter, ein wenig lassen wir davon übrig und dann würzen wir nach Nachgeschmack mit Himalaya-Salz. Knoblauchpulver muss man nicht unbedingt dazugeben, weil wir ja schon ordentlich viel frischen Knoblauch da reingeben. Dann wird alles richtig gut durchgemischt. Und wie ich das meistens mit meinen ketogenen Rezepten tue, ich experimentiere immer ein wenig herum, bis ich eben die richtige Konsistenz gefunden habe. Deshalb habe ich natürlich nochmal mit Mandelmehl nachgeholfen, aber das genaue Rezept mit den genauen Angaben bekommt ihr wie immer in der Infobox unter dem Video. Jetzt geben wir hier ein rundes Backpapier auf diese runde Form und werden aus dem Teig jetzt die Brötchen formen. Natürlich könnte man auch einfach nur ein Backblech verwenden. Der Teig hat jetzt genau die richtige Konsistenz und klebt nicht in der Hand und kann sehr gut geformt werden zu Brötchen. Sobald wir dann alle Brötchen fertig geformt haben und wir diese jeweils mit einem kleinen Abstand zueinander auf dem Blech verteilt haben, werden wir diese jetzt mit der übrig gebliebenen geschmolzenen Butter und dem restlichen frisch gepressten Knoblauch, diese beiden Zutaten, wie wir gerade gesehen haben, werden gut vermischt und dann werden wir alle Brötchen damit bestreichen. Und sobald wir das getan haben, werden wir das Tablett wieder mit einem Handtuch bedecken und das dann in den mild geheizten Ofen bei 40 Grad Celsius stellen, damit eben die Brötchen aufgehen können. Hier sehen wir jetzt, dass sie hochgegangen sind. Dann nehmen wir sie raus und werden den Ofen kurz vorheizen auf höchste Temperatur und geben dann die Form mit den Brötchen zurück in den heißen Ofen auf Mittelstufe bei 175 Grad Celsius. Mit Ober- und Unterhitze und backen die Brötchen etwa 30 Minuten oder so lange, bis sie eben eine schön goldbraune Farbe erlangt haben und das Messer sauber herauskommt, nachdem man es hineingestochen hat. Wir lassen die Brötchen dann kurz so 10 Minuten lang auskühlen und dann könnte man sie schon verwenden, für was immer man gerne möchte. Köstliche, herzhafte Knoblauchkräuterbrötchen. Ein herrlicher, kohlenhydratfreier, gesunder Genuss. Ein Video zur ketogenen Ernährung und warum wir diese in der heutigen Zeit praktizieren sollten, wenn wir an chronischen Krankheiten leiden sollten, verlinke ich euch hier oben nochmal. Jeder gesunde Mensch jedoch sollte mindestens die Low-Carb-Ernährung praktizieren. Denn für mehr Kohlenhydrate ist der Mensch nicht geschaffen. Die meisten der heutigen Zivilisationskrankheiten entstehen durch zu viele Kohlenhydrate. Denn Kohlenhydrate werden im Körper immer zu Glucose umgewandelt. Und diese erhöht eben den Blutzuckerspiegel, zerstört die Arterienwände, führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, füttert den Krebs, füttert die Pathogene im Darm,
also alle Parasiten, schlechten Bakterien, Pilze und Viren, und der viele Zucker führt zu Entzündungen im Körper. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den 8 größten Gefahren des Zuckerkonsums an. Ich habe dieses leckere Knoblauchbrötchen jetzt hier mit meinem gesunden, fermentierten Cashewquark bestrichen. Das Video dazu werde ich noch veröffentlichen, inshallah. Derweil könnte ich euch aber gerne noch mein Video zum Cashew Dip mit Wunderlauch hier oben verlinken, der auch sehr gut zu den Brötchen passen würde. Aber sehr gut können die köstlichen Brötchen auch im Sommer zu einer Grillparty gereicht werden. Damit hoffe ich, dass euch dieses Video auch wieder zum Nutzen gereichen wird. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.